Yo, herzlich willkommen zu einem neuen Review. Diesmal geht es um die Schaufel-Business, die ihr durch den Xmas-Patch 2012 zu 2013 bekommt. Also, ihr habt ja noch die Chance, ich lade es natürlich, hab's ja zurzeit noch hoch, also ich hab's hochgeladen, was ich meine, ich lade es ja hoch in der Zeit da, wo es noch erhältlich ist, ja. Zudem gab's die AWM Xmas, also AWM Advanced Xmas, M14 EBR, New Xmas, Chris Super V Xmas und Field Shuffle Xmas. Diesmal geht's um die Field Shuffle, wie ihr ja bereits unten gelesen habt, ja, diese neue Einstellung von YouTube. Und ja, was ich dazu sagen kann, einfach ist eine geile Waffe. Ich ganz persönlich würde sie gerne haben. Ich werde auch versuchen, darauf zu drehen, wenn ich mal wieder Geld hätte. Aber wahrscheinlich werde ich auch kein Geld haben. Oder das Geld geht darauf nicht drauf. Ich habe wirklich kein Geld. Das ist einfach nur Kacke. Kacke. Egal. Kommen wir zur Field Shuffle Xmas. Vom Design her, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Und dann steht man auch darauf. Also, ich finde sie sehr gelungen. Also, sie ist wirklich sehr gut gelungen. Zwar finde ich die Shuffle Halloween noch besser statt der Xmas, dennoch, sie sieht schon ganz fein aus, denn da sind Schneeflocken drauf und dennoch der Griff, also das ist alles so, naja, schnieke gemacht worden. Von den dummsten Waffenskin, den ich hier gesehen habe, ist natürlich die Chris Super V Xmas die erste, denn ganz ehrlich, was hat Xmas mit Chicago zu tun und warum zur Hölle, was soll das? Die passt gar nicht zu den Farbverhältnissen, zu den anderen, das passt gar nicht. Naja, die gab es ja auch schon in dem EU-Patch letztes Jahr. So war das, glaube ich, ja. Aber egal. Ja, die Field Shuffle, oh mein Gott, das ist eine hammergeile Waffe. Man kann damit echt gut Killstreaks machen. Zudem mit Rechtsklick sehr oft Double Kill, wenn nicht sogar Multikill. Das habe ich auch bisher 4-5 Mal geschafft, keine Ahnung mehr. Die Range hier, oha, die Range ist hammerkrass. Man denkt sogar, oh mein Gott, der hat doch Long Range, Mann. Was macht der Digga da und so, alles kacke. Und ja, von dem Punkt Power her auf den Kopf macht sie 100 Damage, auf den Körper macht sie auch 100 Damage, sowie auf die Beine 100 Damage, mit Rechtsklick natürlich. Mit Slash macht ihr auf den Kopf, braucht ihr 2 Slashs, auf den Körper braucht ihr 3-4, auf die Beine 4-5. Ist natürlich ein bisschen doof mit dem Slash, aber dennoch, der Slash erinnert mich leicht an den Knife, das so schwach ist, aber es ist trotzdem sehr gut. Es ist wirklich sehr gut, diese Schaufel Xmas. Ich würde sie gerne selber haben, aber ich habe kein Geld. Und ich kann auch nicht drauf drehen, das finde ich auch ein bisschen schade. Und ich hätte so gerne die M14 Xmas, dann könnte ich mir nämlich die ganzen M14 Serien holen. Aber never mind. Vom Gewicht her ist sie wirklich leicht, sie wiegt etwas, naja, eigentlich identisch, so wie die Axt. Munition hat sie nicht von dem Aussehen, wie gesagt, sie spricht mich jetzt schon sehr gut an. Also, am Anfang war es so eher heikel, oh mein Gott, was bist du denn für eine Drecksschaufel? Alter, als Maultier was? Und dann habe ich mich einfach mal versöhnt mit der Schaufel und ich habe mit ihr gespielt, sie gefällt mir wirklich gut. Design passt wirklich auch wirklich gut zu ihr. Doch. Egal, Killstreaks macht man auf jeden Fall echt gut damit. Ich kann sie euch nur empfehlen, permanente Field Shuffle. Wer will das noch? Ich will das. Auf jeden Fall, so wie die M14. Aber mal sehen, vielleicht kriege ich doch noch vielleicht 10 Euro oder sowas zu Weihnachten. Denn eigentlich habe ich schon alles bekommen. Ich meine, ich habe mein Gamer-PC bekommen schon vorher, weil das war der letzte, der noch im Markt erhältlich war. Also in meinem örtlichen Laden und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall, wenn ihr zum Beispiel noch die M14 Xmas habt oder die AWM Xmas, dann wenn ich die reviewen dürfte, denn die Chris Super V Xmas habe ich bereits schon. Und bis zum nächsten Review, Leute. Bis dann. Und natürlich ein fettes Dankeschön an Sony, der mir seinen Account geliehen hat, für das Review. Dankeschön, Sony.